Hallo und auch herzlich willkommen zurück zu diesem Video heute. Und zwar wünsche ich euch allen jetzt erstmal frohe Weihnachten. Heute ist ja der 24. Bedeutet auch Heiligabend. Ich habe jetzt halt mal so gedacht gehabt, ich mache jetzt mal kurz halt, wie gesagt, nochmal ein bisschen so ein Video. Und ich wollte halt generell mal gucken, halt, wie gesagt, so wie Minecraft halt, wie es jetzt vielleicht auch ein bisschen so weitergehen könnte. Oder auch kann. Ich bin halt wie gesagt schon im Schluss da kommen, also dazu gekommen mit, dass ich mach mal die Bucht auf. Danke. Ich bin auch dazu jetzt im Schluss gekommen, dass ich auch jetzt diese Welt langsam auch sich wirklich langsam für mich jedenfalls zum Ende neigt, weil ja, es ist halt alles ein bisschen doof gelaufen, wie es eigentlich hätte sein sollen für mich. Ja, ich habe halt, wie gesagt, großes Experiment hier gestartet mit Thema der ganzen Gegend hier. Es ist jedenfalls sehr schön geworden, also für mich jedenfalls. Ich habe auch wirklich hier sehr viel Zeit mit reingesteckt gehabt. Ja. Aber ich würde auch halt, wie gesagt, langsam auch ein bisschen so angehen, halt die Welt langsam hier auch Schluss zu fassen und dann halt irgendwann mal eine neue. Ich werde jedenfalls hier noch ein bisschen was machen. So ist es nicht. Ich werde dann. Da. So viele Schleime wieder. Ich hasse irgendwie ein bisschen auch diese Gegend. Am meisten wegen den ganzen FPS-Einbrüche. Ich kann auch wirklich nichts dafür. Es ist halt eine sehr gute Schleimgegend, halt wie gesagt, um zu farmen. Ist halt alles nicht so gelaufen, wie es eigentlich hätte sein sollen. Oh, ich werde deshalb noch sehen, halt wie gesagt, was ich hier noch draus mache. Vielleicht kriegt ihr dann auch mal ein Endresultat dieser ganzen. Also dieser ganzen Map wieder. Aber für mich würde ich dann halt, wie gesagt, so langsam auch dann jedenfalls sagen, auch, dass ich das Projekt auch ein bisschen damit abschließe. Also jetzt halt, wie gesagt, noch nicht alles gewesen sein, was ich halt, wie gesagt, jetzt sagen werde. Ich habe auch halt, wie gesagt, ein paar Sachen noch überlegt gehabt. Ich wollte auch noch so. Wie soll ich jetzt am besten anfangen? Ich bin jetzt halt, wie gesagt, die meiste Zeit doch überlegen, was ich halt, wie gesagt, alles auch so ein bisschen machen kann. Weil es zurzeit ein bisschen bei mir ein bisschen nicht so rosig aussieht. Ich halt generell so viel Zeit habe. Oder halt generell so viel Lust habe, um etwas genau zu machen. Also, wenn ich es am besten beschreiben sollte, mir geht es eher mehr beschissen als alles andere. Aber das habe ich ja schon öfters mal erzählt. Ja, also, es ist halt zurzeit wirklich sehr viel Lust, dass ich halt, wie gesagt, auch irgendwie nicht so sehr generell die ganze Lust habe, auch mit aufzunehmen, halt mit allem. In Overwatch 2 halt, wie gesagt, so nehme ich halt, wie gesagt, auch nicht auf, weil ich halt ein paar ruhige Runden halt, wie gesagt, mal mit jemandem, also mit Stanny halt, wie gesagt, so ein bisschen zusammen spiele. Wir wollen ja halt, wie gesagt, auch ein bisschen langsam Richtung der Besserung kommen, langsam. Aber das Lustigste ist halt immer noch für mich mit dabei, dass ich jede einzige Aufnahme gefühlt. Ja, wie soll ich sagen, jede einzige Aufnahme geführt halt immer am Anfang mache, also keine Runde einspiele, sondern einfach bloß halt, wie gesagt, so machen, hier nichts, hier nichts. Ja. Ich wollte halt, wie gesagt, dazu noch hier ein Statement auch damit abgehen, halt, wie gesagt, wie Minecraft, was jetzt zwar damit zwar sein mag, also falls jemand das nicht alles mitbekommen hat. Ich habe ja halt das eine Mal den Wither hier geklatscht gehabt. Der hat was Schönes freigesprengt. Ich hätte auch gerne da unten noch ein bisschen gemacht, aber ich sehe langsam halt, wie gesagt, so. Langsam ist es also für zwei Personen, also ein bis zwei Personen manchmal auch echt ganz schön viel, was wir hier auch machen. Da muss ich ehrlich Malinchen wirklich großen Dank aussprechen, dass sie halt wirklich mit mir das Ganze hier auch macht. Diese ganzen Terraformen, wenn ich habe ja auch nur gesagt gehabt, ich wollte halt, wie gesagt, diesen ganzen Bereich.
Wenn ich es irgendwann vielleicht so viel Lust und Laune habe und halt wie gesagt auch wir beide genauso mehr also wieder Zeit haben, richtig, dann könnten wir halt wie gesagt für vielleicht dieses Projekt noch also abschließen. Kommt aber nur auf ihr Interesse auch mit an, weil ich das ganze Ding jetzt alleine mache, ich bin da komplett im Arsch. Ich hätte gern auch diese Sache hier noch ein bisschen weiter ausgebaut, aber ja, zu mehr wird es, glaube ich, eher nicht kommen. Ich finde eigentlich schon das Becken hier echt gut, aber einmal reingefallen, man ist in der Scheiße. Man ist in der absoluten Scheiße. Plus dazu die ganze Spawn hat, wie gesagt, so. Ich wollte halt deshalb Bescheid geben, dass ich halt, wie gesagt, langsam diese Welt auch den Rücken zukehren lasse. Ich weiß jetzt nicht, wie es so in etwa sein wird. Also für vielleicht warte ich auch auf das nächste Minecraft-Update, dass ich halt dann dazu dann halt, wie gesagt, eine neue Welt wieder aufmache. Es gibt halt, wie gesagt, die meiste Zeit Probleme wegen Thema, dass ich auch mit meinen Freunden halt, wie gesagt, gerne so ein bisschen Minecraft spiele, aber tja, Aufnahmen wollen manche auch nicht so sehr. Da muss ich halt, wie gesagt, auch wegen dieser einzelnen Person halt das Ganze mit berücksichtigen. Und ja, ist halt dazu dann öfters mal auch gekommen, dass ich dann gefühlt deshalb manchmal auch nicht so richtig aufnehmen konnte. Aber jedenfalls, zwei haben sich jedenfalls in dieser Welt verewigt, auch bloß kurz, aber ja. Es hat jedenfalls, also für mich definitiv, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit. Auch obwohl ich die ganze Scheiße hier abgebaut habe, wenn ich mich bloß daran erinnert, wie das Ganze vorher aussah. Man muss ja ehrlich sagen, ich habe Tonnen von Schutt weggemacht gehabt. Ist ja auch halt, wie gesagt, die ganze Decke so, was ich auch mit der alles gemacht habe, wenn ich auch da hinten sehe, halt so, was da noch auf mich zukommen wird, ist halt, wie gesagt, sehr viel. Wirklich sehr, sehr viel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt auch durchs Mikro schalle. So. Ich bin jetzt als erstmal hier und bewundere als erstmal jemand. Und noch eine andere Sache habe ich dann noch. Ihr wisst ja halt, wie gesagt, ich mache mal kurz dafür mein Handy bereit. Damit ich jetzt halt, wie gesagt, schnell gucken kann, dass ich nichts Falsches sage. Aber ihr wisst ja halt auch so in etwa, dass ich auch ein paar Spiele halt, wie gesagt, so gemacht habe und bisher noch nicht fertig abgeschlossen hatte. Dass ich halt, wie gesagt, darüber auch mal gucke. Gut, was haben wir hier? Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Mindestens drei Spiele sehe ich jetzt schon mal, sind fertig. Also rein theoretisch. Da wollte ich dann nochmal halt, wie gesagt, ein Update bringen. Und zwar, ich hatte auch demnächst nochmal geguckt, gab wegen Dead by Daylight, ob ich das wieder spielen kann. Meine PS4 sagt aber nee. Bedeutet, ich respektiere meine PS4. Weil ich habe keine Lust, während einer Aufnahme generell halt das ganze Videomaterial wegzuschmeißen. Weil meine PS4 sich auf einmal denkt, der Düsenjet muss wieder aktiviert werden. Das habe ich aus Doom gelernt. Deshalb mache ich es nicht. So, was haben wir dann? Terraria war noch so ein Thema. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ihr das Ganze mögt. Ich werde deshalb nochmal gleich etwas dazu sagen. Terraria wäre noch offen, was ich machen könnte. Von den ganzen Videos bisher. Weil sonst wird es auch später verschoben. Die Evil Within wird zu 100% noch kommen, das sage ich jetzt schon. Ich habe mich aber jetzt erstmal auf Dragon Quest Builders als erstmal gefixt gehabt, damit das als erstmal durchkommt. Und damit werde ich auch versuchen, durchzugehen. Gut, wir hätten dann noch. Aussieht. Was war das? Ich weiß jetzt nicht auch so genau, ob ihr halt wirklich auch weitersehen wollt, wegen Spelunky 2. Ob ich da noch ein bisschen weitermachen kann. Ich hoffe, dass ihr halt, wie gesagt, das Ganze auch dann in den Kommentaren halt so ein bisschen schreibt. Also wegen Thema jetzt. Was wollt ihr mehr sehen? Also von den ganzen ha Sachen, die ich habe. Ich hätte Terraria hier noch ein Angebot, was ich jetzt noch weiterführen könnte. Spelunky wäre noch eins. Würde ich da noch weitermachen? Ja. Das wären dann so weitestgehend die zwei Spiele. Oder ob ich die jetzt erstmal auf die Ersatzbank setze und dafür irgendwas anderes mache. Jemand hat halt, wie gesagt, auch schon in den Kommentaren gefragt, gehabt wegen Valorant. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich es au richtig ausgesprochen habe. Ich bin jetzt ein bisschen halt so ein bisschen auch nervös.
So, wegen Valorant. Es gibt dazu kleine Sache auch noch dazu, meinerseits. Ich kann bisher leider nur über der PS4 Spiele spielen. Das bedeutet, ihr könnt mir bloß Sachen fragen, ob ich alle Spiele, die für die PS4 existieren, spielen kann. Weil mehr zurzeit kann ich nicht. Ich bin jetzt nämlich gerade eben noch dabei und versuche gerade eben noch meinen Laptop hier vielleicht einigermaßen noch hinzubekommen. Hat sich jedenfalls gebessert gehabt. Und zwar so einigermaßen, dass ich hier vielleicht auch noch mit meiner Switch aufnehmen könnte. Worüber ich mich halt dann auch sehr freuen würde. Obwohl ich schon mal sagen kann, es wird lustig werden. Den Lustigkeit, ihr werdet sehr viel Pokémon miterleben. Was könnte ich noch machen? Ich habe halt, wie gesagt, noch ein paar Mario-Spiele da. Also, ich habe halt, wie gesagt, ein paar Spiele halt, wie gesagt, die ich da noch machen könnte. Ich habe auch Minecraft dafür, also ich kann auch gleich weiter Minecraft spielen. Ja, nee, das lassen wir mal, das lassen wir lieber mal. Ich glaube, da bleibe ich halt, wie gesagt, eher lieber bei der PS4. Oh. Aber ich wollte halt, wie gesagt, deshalb fragen, ob die halt zum Beispiel nichts davon halt, wie gesagt, sehen wollt oder halt, dass ich da deshalb noch mitnehmen kann. Ich kann aber euch schon sagen, wenn irgendjemand jemand in die Kommentare schreibt, dann werde ich die Dinger zocken. Dann ist mir alles scheiß drauf. Ich habe euch die Auswahl jetzt gegeben gehabt. Ich werde es dann jedenfalls auch später nochmal ansprechen, also sicherlich nochmal zu Silvester. Und zu Silvester, da kann ich schon mal sagen, ich werde wieder in einen meiner alten Maps reingehen. Also so langweilig wird es nicht. Ich weiß nicht, welche Map das genau ist, aber ich glaube, das war die Map vor dem Villager-Pillager-Update. Ja, das war wirklich die Welt sogar vor dem Villager-Pillager-Update. Ich weiß noch, da waren halt, wie gesagt, sehr viele Leute mit dabei und eigentlich kann man ehrlich sagen, es ist wirklich echt erstaunlich, wie viel ich über den letzten Jahren gefühlt an Freunden, also Kontakt mit ein paar Freunden verloren habe. Puh. Daran als erstmal zu erinnern, ist halt wirklich echt heftig. Wir waren halt mal wirklich eine große Community. Bis aber ein Teil davon dann abgebrochen ist. Aber sonst die meisten halt, wie gesagt, spielen auch nicht so sehr halt, wie gesagt, auch Minecraft mit. Deshalb ist halt ein bisschen doof. Vielleicht kann ich manchmal ein bisschen Stanley noch mit reinbekommen, aber ich glaube auch nicht mehr so. Er hat mit Minecraft immer sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Also nicht halt, wie gesagt, mit dem Spiel, sondern einfach bloß halt. Das passiert jeden halt, wenn man aus Zwang halt wirklich ein Spiel spielen muss. Zum Beispiel, ich mache halt, wie gesagt, öfter, also mit den Let's Plays halt, wie gesagt, ein Spiel halt, wie gesagt, die meiste Zeit durchspielen. Ich mache es halt, wie gesagt, auch öfters mal gerne auch auf Zwang. Wieso? Ich will halt unbedingt gerne wissen, wie das Spiel komplett ausgeht. Dabei kommt aber dieses Problem, dass ich halt dass ich so einer bin. Ich will das Spiel manchmal gerne nicht durchspielen. Irgendwie habe ich immer Lust, ein offenes Ende zu lassen. Ja. Was haben wir sonst noch? In der Zeit halt habe ich jetzt mal geguckt gehabt, so. Aber ich bin echt erstaunt, dass ich noch ein paar Abonnenten sogar noch dazu bekommen habe, wo ehrlich auch echt froh bin. Sogar über meine kleine Anzahl. Es ist halt, wie gesagt, immer schön zu sehen, halt, wie ein bisschen das Ganze steigt. Auch wenn ich weiß halt, dass es halt, wie gesagt, nicht alles sein kann, was ich hier vollbringe. Ich bin ja auch meistens eine Person, ich mache das Ganze an. Also, wer will die ganze Zeit Uncut sehen, wenn ich hier die ganze Zeit jetzt so hin und her laufe, bin durch die ganze Gegend? Ich könnte jetzt halt, wie gesagt, auch Steine halt, wie gesagt, abbauen, halt damit, aber ich habe jetzt wirklich gar keine Lust, Steine abzubauen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich kann euch mal zeigen, halt so in etwa, was ich mir nochmal da hinten vorgestellt habe. Ich bin ja halt, wie gesagt, dahin mal so gewesen. Aber es ist halt, wie gesagt, wirklich öfters mal so, dass ich manchmal auch ein bisschen auf Zwang machen muss. Ich versuche halt eine Videoanzahl pro Woche halt mindestens versuchen einzuhalten. Damals habe ich ja sogar noch viel gemacht, aber zurzeit mit alles, was los ist, da bin ich jedenfalls froh, wenn ich mindestens 2 oder 3 Videos pro Woche schaffe. Also die Scheiße, die ich ja am Dampfen habe, Alter. Ich bin froh, dass mit einigen Sachen ich fertig bin. Zum Beispiel, dass ich die ganzen Schulden jetzt, also alles, was ich über der Zeit gemacht habe, losbekommen bin. Dass ich halt, wie gesagt, die Sache nicht mehr mitbekommen habe.
Ich sage nicht genau, was für Schulden, aber ich sage jedenfalls, ich hatte Schulden gemacht gehabt und konnte die alle jetzt abbezahlen. Auch wenn es halt zwanghaft war, abzubezahlen. Was mich halt im Monat halt wirklich öfters mal sehr viele Probleme zubereitet hat, wegen Thema Geldknappheit dann dadurch. Aber ich war froh, dass ich das jedenfalls hinter mir habe. Dazu kamen noch gesundheitliche Probleme halt, wie gesagt, mit dazu. Ja. Ich kann ja auch halt, wie gesagt, dann noch später vielleicht genauer eingehen. Oder ich mache es dann jetzt so. Ah, jedenfalls, ich wollte euch nochmal kurz zeigen. Ich hätte mir nicht vorgestellt gehabt, dass ich diesen Bereich genauso wie da drüben mache. Dass ich halt alles auf diese Höhe anpasse, bedeutet, hier wird dann nochmal einiges halt, wie gesagt, wegkommen. Deshalb bin ich mir ein bisschen so unschlüssig auch gewesen mit diesem Ort und habe deshalb auch ein bisschen nicht weitergemacht gehabt. Ich wollte deshalb noch ein bisschen sehen. Also es kann halt nochmal passieren, dass ordentlich halt nochmal hier ein bisschen mehr abgebaut wird. Und dass, glaube ich, dann ein paar Stellen offengelegt werden, die halt ein bisschen Sache wegen unten herum technisch scheiße aussieht. Also Thema offene Höhlensysteme. Das kann ich mal hier kurz gucken, also zeigen. Offene Höhlensystem wie da. Da ich mal hier runterfallen kann. Hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Entschuldigung. Ich musste mal niesen. Plus dazu habe ich dann halt, wie gesagt, auch nochmal ein paar Sachen überlegt gehabt, wie ich mit Thema die Aufnahmen vielleicht ein bisschen besser machen kann. Es ist halt sehr schwer für mich zu entscheiden, halt, wie gesagt, wie ich das Ganze am besten machen kann. Ich würde halt, wie gesagt, manchmal auch gerne Musik unterlegen, aber das Problem ist halt, YouTube hat halt so bestimmte Richtlinien, wo es heißt, Copyright ist nicht gut. Bedeutet, ich muss halt jetzt erstmal gute Musik, also hier eine gute Sache finden, die ich halt jetzt erstmal spielen kann. Es gibt halt, wie gesagt, welche, die kennen sich halt, wie gesagt, auch ein bisschen besser damit aus. Ich nicht so sehr. Weil sonst, ich hätte noch eine andere Variante gehabt. Ich habe einen Schallplattenspieler, ich würde die ganzen Schallplatten rauf und runter spielen lassen. Aber ich glaube, das wollt ihr euch lieber nicht antun. Dann kann ich ihn einfach daneben stellen, anmachen. Und euch quälen sozusagen. Also diejenigen, die halt wie gesagt nicht so mit dem Thema halt der alten Musik klarkommen. Ich glaube, das wäre für euch halt wie gesagt ein bisschen schlimmer. Aber nun gut, ich habe jetzt auch für Weihnachten, das weiß ich auch noch halt wie gesagt, jetzt keine speziellen Map irgendwie vorbereitet gehabt, weil es gibt eine Map, die ich habe. Also nee, es gibt. Ich hatte mal eigentlich eine Wintermap gehabt. Musste ich aber wegschmeißen. Zu großen Speicherstand. Ich bin halt, wie gesagt, auch mit hier auf einer anderen Map halt, wie gesagt, auch ein bisschen tätig gewesen. Ist halt so eine Art Wintermap, aber ich komme da jetzt auch nicht drauf zum Aufnehmen. Aber sonst ist da immer eine Person auch mit dabei. Ja. Sonst hätte ich halt, wie gesagt, da gemacht oder so ein Weihnachtsspiel halt. Ich habe keine Idee gehabt, was ich hätte spielen sollen. Ich hätte Overwatch spielen können, was mir zu stressig ist. Ich hätte irgendwas wählen können, aber alles ist mir ein bisschen viel zu stressig gewesen. Ich dachte halt so, ich mache mal das Ganze ein bisschen ruhiger. Guckt mal, es regnet. Und falls ihr fragt habt, wie gesagt, ich kann trotzdem in dieser Map sehr viel machen, halt wie gesagt mit Thema noch den Born besichtigen. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Map ist immer noch auf 1.8 und ich kann das Ding nicht auf die neueste Version transferieren, weil sonst würde halt das alles, was ihr jetzt hier seht, komplett verschwinden. Sogar auch wenn ich das Ganze raufkopieren würde, es wäre trotzdem weg. Ich habe halt wie gesagt bloß, ich kann halt bloß das machen, was halt geht für die PS4 halt mit. Ich kann halt wie gesagt nicht halt die Map nochmal neu laden in den anderen Teil. Das wäre halt wie gesagt für mich manchmal schöner, kann ich aber nicht. Oder wenn es funktioniert, habe ich keine Ahnung, wie es auch funktioniert, weil ich will jetzt auch nicht diese Map halt auch verlieren. Und ich habe das Problem einmal mit einer Kopie aufgehabt, dass das Ganze komplett weggegangen ist. Also es ist halt, wie gesagt, jetzt ist alles, was ich ein bisschen mit angesprochen habe. Und wie ein Thema halt, wie gesagt, meiner speziellen Sache. Also
Zurzeit habe ich auch ein bisschen, bin ich halt wie gesagt psychisch auch ein bisschen am Arsch. Das hatte ich, glaube ich, auch einmal erzählt gehabt, dass ich irgendwie sehr starke Probleme mit meinen Händen habe, oder? Ich weiß jetzt nicht jedenfalls so genau, aber für mich ist manchmal auch das Problem, also lange Spielzeiten sind manchmal für mich sehr anstrengend, weil die Konzentration geht jetzt erstmal sehr schnell flöten. Ja. Ich öfters mal schon ein paar Probleme gehabt, obwohl ich in Overwatch halt ein bisschen manchmal Glück habe, aber also ich merke halt, wie gesagt, schnell halt, dass ich halt sehr schnell auch ein bisschen an mein Limit komme mit dem Ganzen. Wenn ich am Anfang spiele und spiele, ist das einzige Gute, es klappt. Aber sonst aber nicht. Plus dazu kam ja auch dann nochmal die Situation, dass ich halt, wie gesagt, immer noch ein paar bestimmte Sachen machen muss, die mir wirklich schwer im Nacken liegen und ich halt deshalb nichts machen kann. Ich habe halt, wie gesagt, in den Händen halt so ein Zucken, wo öfters mal so ein imaginärer Schmerz oder auch Krampf dazu noch entsteht. Psychisch sehr instabil. Und warum sage ich das? Aus einem guten Grund, weil das auch einer der Auslöser ist, wieso ich auch zurzeit weniger Videos auch halt ein bisschen zu machen, weil es gibt manchmal halt bestimmte Sachen halt psychisch angesehen, da kann man dann halt, wie gesagt, ist es halt ein bisschen schwer, irgendetwas noch mitzumachen. Wie zum Beispiel halt irgendwelche Spiele halt, wie gesagt, stundenlang spielen. Da kommt man halt, wie gesagt, irgendwann mit den Nerven halt, wie gesagt, so nicht klar, richtig. Ah. Oder habe ich mir auch mal überlegt gehabt, so ein Open World mitzumachen? Also, so in etwa. Ich habe noch Horizon, Zero Dawn. Das würde ich dann halt, wie gesagt, auch gerne spielen. Ich habe halt, wie gesagt, noch ein paar Spielideen. Ich habe sogar noch in meiner Bibliothek halt einiges. Und da werde ich dann halt, wie gesagt, gucken. Aber es wird halt echt schlimm werden wegen den Ganzen. Und falls ihr euch fragt, wieso ich manche Stellen auch lieber uncut lasse, ich will halt einfach bloß halt. Erstens, das ist für mich weniger Schneidaufwand. Zweitens, ich versuche halt, wie gesagt, mein Bestes halt, wie gesagt, zu geben und versuche mir deshalb diesen Riegler davor zu machen. Dass ich halt viel zu viel Scheiße baue, also viel zu viel Scheiße bauen kann. Weil ich sage nur eins, ich kenne Dutzende Wege, Scheiße zu bauen. Also, das ist halt, wie gesagt, nicht das Problem. Aber ich kann halt manchmal auch ein bisschen Spiele auf sehr extreme Weise spielen. Falls ihr euch da fragt, ich könnte euch bei Stanley halt, wie gesagt, ein Projekt Dying Light 2 zum Beispiel empfehlen. Vielleicht werde ich auch nochmal die Videoplaylist dann reinmachen. Das wollte ich ja auch nochmal sagen. Gleich. Also da habe ich halt wie gesagt auch sehr viel Scheiße gebaut gehabt. Zum Beispiel, ich habe sehr viele Bugs ausgenutzt. Viel zu viele. Wo ich darüber halt echt erstaunt bin, was alles passiert ist. Also wirklich, ihr könnt vorstellen, ich habe mich versucht gehabt, durch die ganze Gegend zu bangen. Ich habe jede einzige Kante mitgenommen, die halt existiert ist. Auf die ich halt irgendetwas machen kann. Wir haben sogar einige Sachen wirklich echt viel probiert gehabt. Ja. So, warte mal. Dann war noch halt, wie gesagt, die Sache, ich wollte auch demnächst halt die Sache auch angehen. Und zwar würde ich dann halt, wie gesagt, in der Beschreibung öfters mal auch dann noch die ganzen Playlisten dazu tun. Also, dass ich jetzt langsam auch damit anfange, es ist halt, wie gesagt, eine Weile vergangen. Ich habe halt, wie gesagt, meinen Kanal überall verlinkt gehabt. War nicht gerade schön. Jetzt muss ich feststellen, ich darf die Playlist dann noch mal raussuchen. Für jeden einzigen und darf dann alles verlinken. Wirklich komplett alles. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Also ich habe 23 Abonnenten, das weiß ich. Aber wie viele Videos hatte ich jetzt noch mal gemacht gehabt? Also ich kann sagen, das ist schon mal eine sehr große Anzahl gewesen an Videos, die ich gemacht hatte. Fragt mich nicht, wieso, weshalb dazu es gekommen ist, aber ja, es ist halt schon sehr interessant gewesen mit. Ja, wieso ich halt, wie gesagt, auch ein bisschen halt, wie gesagt, so meine. What the fuck? Mein Gott, der Gott hat wieder geschissen. Oh mein Gott, es tut mir leid, es tut mir leid, das war jetzt gerade ein bisschen doof, was ich gesagt habe. So, aber
Es gibt halt, wie gesagt, auch für mich halt, wie gesagt, so ein paar gute Gründe. Ich will halt, wie gesagt, meine Sachen, also meine Sache so machen, wie es ist. Das muss man halt, wie gesagt, auch ein bisschen verstehen. Ich bin halt eine Person, ich versuche halt, das zu machen, was ich am besten kann. Also für mich jedenfalls. Und auch so zu spielen, wie ich es will. Zurzeit habe ich 288 Videos. What the fuck habe ich hier gemacht? Okay, das letzte Mal, als ich gesehen hatte, war ich bei. Nee, das war, nee, das war Mitte des Jahres. Also müsste ich vielleicht so in etwa. Wenn ich es wirklich noch auf 300 schaffe, bevor das zweite Jahr vorbei. Also bevor das zweite Jahr vorbei ist, dann Prost Mahlzeit, noch 12 Videos. Plus dazu, wenn ich das jetzt noch hochlade, 11, dann habe ich die 300 Videos schon. Mein Gott, und jetzt höre ich meine Waschmaschine langsam. Das ist echt doof. Warte mal, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Auch wegen dem halt, wie gesagt, mit der Art halt und auf Weise, wieso es halt öfters mal für euch jetzt so vielleicht auch seltsam sein kann. Ich will halt irgendwie nicht so sehr auf den Trip halt mit allem Neuen auch ausprobieren. Wenn ich halt ein Spiel sehe, was mich auch interessiert, würde ich das auch gerne spielen, aber ich will nicht unbedingt gerne auch auf diese Schiene abspielen, halt so der Trend. Der Trennlinie. Irgendwann hat jeder das Spiel halt, wie gesagt, durchgespielt gehabt und hat auch irgendwann keinen Satt mehr, das Ganze zu gucken. Man guckt ja bei den Lieblings-YouTubern das Ganze halt dann auch, oder auch auf Twitch kann man ja das Ganze dann noch gucken. Kann ich auch gut verstehen. Ich mache halt, wie gesagt, einfach bloß halt so ein paar interessante Sachen halt, wie gesagt, die jetzt nicht so sehr im Trend auch mitliegen. Hat man ja auch so ein bisschen auch mitbekommen. Ich hätte auch zu gerne halt, wie gesagt, Horizon halt, wie gesagt, das Neue auch spielen können. Ich wollte aber als erstmal noch das Alte halt, wie gesagt, spielen. Ich habe auch Dying Light 2 gemacht. Das war auch dann jetzt nicht mehr, glaube ich, so im Trend, wie ich jedenfalls weiß. Hatte ich versucht gehabt, aber Aufnahme ging nicht. PS4 war zu laut. Und wegen der PS4 wollte ich dann auch nochmal das Ganze nächstes Jahr angehen. Also, ich werde dann jedenfalls nochmal ein paar Sachen dann nochmal halt, wie gesagt, zu Silvester dann nochmal erwähnen. Ich werde mir auch dann halt, wie gesagt, eine schöne Map raussuchen. Und zwar die bisher größte und spannendste Map, finde ich sogar, meinerseits her, die ich mitmachen konnte. Und ich hoffe, euch hat jedenfalls auch das Video gefallen, falls ihr auch wollt. Und diesen Satz, das sage ich auch nicht mehr so oft, das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal sagen, könnt ihr auch halt, wie gesagt, noch das Video liken. Und Kommentare wären halt manchmal auch ein bisschen sinnvoller wegen Thema. Zum Beispiel, zum Beispiel viele Spielevorschläge nehme ich manchmal auch ein bisschen gerne an. In Sachen in bestimmten Reichen. Und Marlinchen, falls du es hörst, komm nicht auf Ideen. Ich sag dir es wirklich. plus dazu halt öfters mal halt, wenn zum Beispiel irgendetwas auch mit der Audio halt, wie gesagt, alles nicht so stimmt, würde ich mich auch deshalb ein bisschen manchmal freuen. Wie gesagt, Kommentare sind manchmal hilfsbereit, weil sonst mache ich einfach so immer die ganze Zeit weiter. Also, um ehrlich zu sein, ich merke manchmal wirklich, manchmal, wie echt scheiße es mir wirklich geht. Es tut mir öfters mal deshalb auch wirklich leid, aber naja. Dann wünsche ich euch allen jedenfalls noch ein frohes Fest. Fröhliche Weihnachten. Ich werde trotzdem noch ein paar Videos machen, also ihr kommt nicht daran herum. Ich werde mir noch ein bisschen weiter mit hier Dragon Quest Builders und wir sind, glaube ich, auch sogar fast damit durch. Das bedeutet, vielleicht kann ich sie auch noch dieses Jahr abschließen. Und dann heißt es, hier die Evil Within weiterspielen. Juhi. Ja, ich freue mich halt, wie gesagt, auch schon drauf. Wieso ich manchmal auch so eine miese Stimmung mache, habe ich auch selbst keine Ahnung. Aber jedenfalls, ciao, schönen Tag noch, fröhliche Weihnachten und ich hoffe, euch hat dieses kleine Infovideo auch ein bisschen so gefallen. Dann, ciao.